dann möchte ich, dass es ein wenig realistisches ist. Jetzt muss ich wieder schauen, wo die sind. Glaubst, die habe ich genommen und ich würde... Ich würde den mal nehmen, dann den, fertig. Das ist nicht das, was im Inneren des Bogens ist, sondern das Äußere. Und ich würde, jetzt muss ich mal kurz auf der Seite schauen. So. Ich mach's so lieber, habe ich gemerkt. So. So. Geht das? Ja, das geht. So. Und dann bis etwa hier. Genau. Und dann würde ich, glaubst, das war die Y-Achse. Genau. Aber nicht so viel, mal bei 2. Machen wir auf 1 oder 1,2. Machen wir 0,8. Ja. Das sieht okay aus. Und dann kann man das noch so ein wenig kaschieren. So. So. Einmal. So, und dann, mache ich das mal so. Manchmal muss man da ein wenig die Seiten wechseln. Okay, möchte er nicht. Ja, lassen wir. Jetzt muss ich das noch auf der Seite und das würde ich bis hier machen. Weil dann sieht es besser aus, als wenn da die ganze Konstruktion in die Erde geht, finde ich. Jetzt muss ich da ein wenig schauen, dass das halbwegs vernünftig passt. Ja. Die Mitte ist... Okay, da müssen wir einmal kurz auf 0 setzen. So. Und noch. So. Dann ist das. Ja, kleiner.
ein wenig sieht man es. Aber ich denke, das geht. Und so sieht das von der Brückenkonstruktion, ich würde jetzt mal frech behaupten, ein bisschen realistischer aus. No, ich hätte ja, ich würde sagen, das sieht realistisch genug aus. Genau, dann haben wir hier das mal. Und dann würde ich gerne... So. Bis ungefähr hier. Dann gibt's den hier. Dann brauche ich eine Schnurzgerade. Genau. Und jetzt noch eine entsprechende Konstruktion. Das wird auch etwas moderneres. Dann sind da gerade drei Brücken. Aber ich denke, dass das passt. Und dann würde ich den noch... Ja, dann mache ich den mal kurz weg. Und würde... Nein. Den und... So. Den mal machen. Dann können wir die Trasse vorziehen. Also ich muss ein wenig schauen, dass mir da nicht das allzu sehr verbaut wird. Wir setzen das hier und so schön auf die Durchfahrtsgleise. Das Einzige... Ich habe eine Idee, wie ich das lösen kann. Habe ich die Lösung? Ich werde für die Gütertrassen, die hier abgehen, muss ich das irgendwo hier hinten lösen, nicht hier vorne. Wenn ich das hier vorne mache, könnte ich, aber das würde, so wie ich das jetzt persönlich betrachte, zu sehr gequetscht wirken. Und ich würde gerne hier noch dann sieht das ein wenig besser aus, weil wenn man so komplett gerade macht, dann hat es immer so eine, ja, ich empfinde es immer so als eine, wie eine Ecke drin. Und so geht das. Ja. Da haben wir so eine etwas Mittelalter. Das kann sowohl modern als auch alt sein. Eigentlich müsste ich überall ein wenig von dem noch hier so an den Anfängen, aber hier bei den Konstruktionen noch am allerehesten. Und was ich gerade sehe, nein, falsch, hier, dann 4. So. Genau, dann passt das besser. Gut, dann haben wir das. Dann brauchen wir jetzt noch die weiteren Gebäude. Soll ja eigentlich noch das letzte ausgewählt sein. Jetzt braucht es ein Weilchen. Yep.
Melodien einfach so. So rüber. Dann haben wir hier einen maximal langen Frachtterminalhof. Dann würde ich ziehe den mal gerade rüber. Sind jetzt gerade einige Brücken, aber ich denke, das kann man durchaus machen. Gibt's ja an manchen Stellen sicherlich. Jetzt berechnet es mir natürlich wieder den Bahnhof. Genau. Ich setze den mal komplett hier hin. Ich mache hier mal mir einen Hilfsgleis. Schaffe ich es jetzt noch? So. Und jetzt muss ich dann sieht das hier noch gut aus. Dann mal hier noch gerade. Was war denn jetzt das bitte? Und jetzt muss ich da. Ne, und dann würde ich wieder eigentlich die gleiche nehmen wie bei der anderen. Das war die oder die. Nein, ich nehme die andere. Die mit dem feinen Geländer. Das gefällt mir besser. Genau, etwas Kleines. Dann können wir dasselbe Spiel zuerst mal mit Y0 und dann würde ich das bis ungefähr hier machen. Habe ich da? Nein, habe ich nicht. Noch eins. Dann passt das. Jo, ungefähr. So, einmal da und so, dann sind die genau schön verdeckt. Dann brauche ich noch die Vierer Version, damit wir das ein wenig kaschieren können. So. Ja, da hat es halt wieder die Ecke, aber das finde ich jetzt nicht das Tragischste der Welt. Dann Gegenseite. Jo, da machen wir es ein wenig kürzer. So, und so. Dann die Vierer. So. Und so. Und so. Und so. Dann würde ich sagen, geht das. Es sind kleine Details, aber die machen doch, finde ich, einiges aus in der Immersion.
gibt's das auch. Das muss ich jetzt mal schauen. Würde. Okay, der hat mehrere Snap-Punkte. Wenn ich. Ich möchte es jetzt einfach mal probieren. Bei Straßen habe ich das noch nie gemacht. So, ich schaue jetzt nur mal. Kann sein, dass ich es wieder wegmache. Ja, da geht's nicht. Das sind zu verschiedene Linien. Kann ich, das ist jetzt die andere Frage, den breiter machen? Oder eine gerade? Wenn ich das von hier rüberziehe, okay, das macht irgendwas, aber nicht das, was ich möchte. Muss ich irgendwas anders? Kollision an. Höhenabstufung. Ich schau mal, ob es so besser passt. Nee, überhaupt nicht. Da muss ich mir mal noch was überlegen. Weil ich habe immer noch die eine Mod noch nicht installieren können, die nochmals. Die ist eher wahrscheinlich für Schienen gedacht. Ja, ich schaue mal später noch, wie das gehen soll und muss und wird und vielleicht auch gar nicht. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch Erze, die hingeliefert werden müssen. Das heißt, es gibt nochmals einen Frachtbahnhof, den ich noch gerne hätte. Jetzt muss ich schauen. Den hier. Standard. Kann man nein, Durchfahrtsgleise. Ja. Große LKW-Station, ja. Und was wird hier? Kohle. Jetzt könnte man den. Das würde nicht gehen. Also von der Logik her. Wenn ich den hier mache. Oder wenn ich null Durchfahrtsgleise mache. Den hier hinsetze. Muss ich mal kurz mir Gleise ziehen, dass ich da ungefähr eine Ahnung habe. Und den Grip würde ich dann so setzen.
Den noch ein wenig zurück. Gebäude. Also einen Snap-Punkt? Doch nicht. Es wäre auch noch kleiner, wenn ich den hier hinsetze. Das ist jetzt halt wieder ein wenig ausprobieren, wie das kommen könnte. Straßen da, die kleinen. Würde so gehen. So. 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 Und dann das. Dann ist der so. Und ich könnte muss ich schauen, dass es ungefähr plus minus nicht 100% perfekt. So, dann hätten wir hier. Ja, könnte man machen. Dann würde ich hier Andreaskreuz. Dann würde ich die machen, weil da kann man so argumentieren. Da sehen die besser aus. Die würden sogar noch ein Stückchen besser aussehen. Die österreichischen. Da. Und da muss ich nochmals mit der Straße ein wenig basteln. Da habe ich einen Buckel, der mir nicht gefällt. So. Genau. Also, das heißt, den mal weg. Dann. So. Genau. Den weg. Noch uns die Straße. So. 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 Oh, nee. Komm, also. Oder warte mal. So, dass das ungefähr die Höhe von dem ist. Warum es hier mir einen Buckel macht, weiß ich nicht. Dann kann man plus minus so sagen, ja, das ist ungefähr dort, wo es früher mal reinging. Dann würde ich mal Maltool Kies ein wenig kleiner. So. So. Dann wird hier mal großzügig das in Grau gehalten. So. Da
hat es noch ein wenig neues Schotter reingeschmuggelt. So. So. Dann hier haben wir Kohle. Ich meinte ja irgendwas. Dickes Wasser. Asphalt. Na gut, ich kann. Nee, das passt nicht. Das überhaupt nicht. Das auch nicht. So. Da ist einfach mal. Was war denn jetzt das? So, da noch die letzten Grasbüschel weg. Dann kann man sagen, okay, hier ist. Ja, dann mache ich das aber auch zu dem. So. Plus hier noch. Oder, warte mal. Ja, das ist die bessere Textur für hier. Das matcht ein klein wenig mit dem, was wir hier haben. Da mal kurz das weg. Dann Straße noch weitergezogen. Machen wir es hier. Und dann machen wir ein Pinseltool. Ja, das passt besser als das Kies. Kies kann man hier dafür lassen. Dann, dann mal das Radierwerkzeug. So. Kann man so lassen. Dann kann ich das irgendwann mal noch ausdekorieren mit Parkplätzen, mit LKWs. Genau, das sind. Hier hat es ja einen 4, 5, 6 und 7. Ja, also da hat es genug. Also da können die sozusagen hier rüber und hier ist. Für alle drei der große das große Terminal. Das hier hat sie auch noch ein kleines, aber das ist eher für zum Abladen und aufladen würden sie hier. Jo, das sehe ich. Jetzt muss ich auch nur dementsprechend irgendwie das noch hinkriegen, damit das halbwegs vernünftig aussieht. Und zwar einerseits würde ich gerne hier die Straße fortgeführt sehen. Und das wäre dann hier. Passt das ungefähr? Jupp. Das. Den mache ich mal weg. Genau, dann kann man so sagen, hier ist auch nochmals eine Anbindung, Wegbindung, wie das echte Wort dann auch wieder heißt. Hier keine Oberleitung. Da würde ich absolut nicht. Nein.
Das ist zu prunkvoll, finde ich. Es müsste etwas Feineres sein. Nein. Könnte man machen. Würde ich machen. Okay, dann mache ich den mal weg. Mach den mal. Würde da noch TA-Angleichung machen. So. Dass das passt. Dann kann ich mit der Straße so. Jetzt das weg. Genau, dann habe ich da weniger den Buckel drin. Da würde ich wieder auf das österreichische Modell gehen. Dann haben wir das ein wenig standardisiert hier. Genau, das so und so. Dann würde ich hier in der Gegend dieses plus minus parallel aussieht. Genau. Da würde ich das genau so machen. So, dann passt das. Dann hat sie auch nochmals eine Verbindung. Warte mal. Da habe ich was vergessen. Nee, da muss ich mal kurz was abreißen. Dass das ein wenig besser aussieht mit dem. Oder warte mal, wir können auch behaupten, ja gut, ich habe aber das Problem, dass, das ist auch nicht so wirklich das, was ich mir vorstelle, das auch nicht. Das kann man machen, aber wäre zu übertrieben, finde ich. Es muss was Feines sein. Das könnte man machen, dann bräuchte ich einfach wirklich hier. So, noch aus der alten Stahlindustriezeit. Jo. Dann Assets. Was wieder hier? Genau. Nein. Ich muss auch jedes Mal wieder schauen, wo das genau war. Den. Den, genau. Und dann. Einmal so. Ach so, verstehe. So. So. Und dann noch. Alter, schaffe ich es jetzt? So. 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 So.
genau. Dann ist das mal hier. Und jetzt so. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal. Dann einmal. So. 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 Dann sieht das hier auf der Seite eigentlich schon ziemlich gut aus. Also ich würde sagen, so kann man das belassen. Ja, auf der Seite muss ich mir, weil da passt es jetzt halt nicht gerade so wirklich mit den. Aber ich denke, das kommt gut, genau. Jetzt hier möchte ich mich jetzt doch ein wenig dran versuchen. Jetzt muss ich das in der X-Achse. Nein, X-Achse aus Z-Achse. Das wäre schon zu viel. Ich bräuchte. Das mal so und dann brauche ich ja, kann noch ein wenig mehr, kann noch mal so ein wenig mehr. Wenn ich das. Ja, es geht. Also ich habe da schon Schlimmeres produziert. So. Ja. Was wollen wir sagen? Sieht das? Ja, das kann man machen. Das kann man machen. Jetzt das Gleiche. Okay, reicht das? Dann komplette Offset und dann muss ich das halbwegs wieder. So. 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 Ja, da hat es auch wieder den kleinen Nupsi drin. Soll ich dann das? Eigentlich. Eigentlich müsste ich das theoretisch, ne? Auch bei den anderen Brücken machen. Dass das so eine. Dass der Realismus ein klein wenig weitergeführt wird. Und Bestand hat. Den müsste ich dann nehmen, ne? Genau. Den muss ich. So. Und bei dem. Da reicht's halt wieder nicht, ne? So. Da noch einmal. Da noch einmal. Schade, dass es halt manchmal wirklich so.
das kleine bisschen ist, dass dann halt genau das ein wenig, warte mal, von hier, wo ist das? So, hier einmal für die Immersion und dann hier das noch. So, und dann plus minus bis hier. Ja, das sind halt ein wenig Lernende gewesen, die haben halt ein paar Hicks hereingemacht, aber passt. Würde ich sagen, so kann man. Also für meine ersten Schönbauversuche würde ich sagen, es ist zwar ein wenig standardisiert, was ich per se nicht schlecht finde, weil so kann ich durchaus simpel etwas mehr in Richtung Realismus gehen. So, jetzt ist aber die größere Kunst. Wie komme ich hier eigentlich so? So. Da habe ich jetzt mal das so gesetzt. Bei dem. Boah, das ist jetzt fies, ne? Theoretisch wäre es eigentlich. Müsste ich das abreißen und ich reiß mal nur das Teilstück ab, mach mir mal da die unsichtbare, jetzt habe ich da was vergessen, wieder Gleise, wieder ja. Sieht halbwegs gut aus, ja, dann trotzdem bauen bitte. So. Dann heißt das für mich Schönbau und dann mit denen. Wie machen wir jetzt das, dass das halbwegs gut aussieht? Jetzt muss ich da halt ein wenig mit den Achsen spielen. Das ist die falsche Achsenseite. Da kann ich mal das machen. Und dann wäre da noch kann ich mit dem noch ein wenig, ja, das geht so. Nicht 100% perfekt, aber es geht. Dann rip. Hier kann ich das mal so machen. Ich mache da noch
eine Version weiter. So. Jetzt ist das mal so. Jo. Da kann ich das so. Ja, da halt, ne? Ah, minus 4 müsste das gewesen sein. Genau. Dann habe ich da das noch so ein wenig. Jetzt brauche ich. Und zwar mal 0. Das wäre das. Das wäre. Also eben, das sind jetzt alles niegelnagelneue Versuche für mich. Das habe ich noch nie in meinem Leben so gemacht. Deshalb alles komplett neu für mich. Aber ich probiere mich jetzt gerne mal ein wenig aus. So. So, da mache ich jetzt einfach mal so. Zuerst einfach mal zu, dass das passt von unten her. So. Stimmt das? Habe ich keinen Mist verzapft? Yep. Das passt schon mal. So. So. Dann einmal hier. Dann hier noch. Yep. Keine Ahnung, wo ich jetzt den hingesetzt habe. Das ist okay. Dann einmal. So. Hallo, wo ist. So, so geht's einfach. So. So. Dann sieht das von unten. Dann müsste ich hier nochmals mit dem Tool ein wenig weiter nach vorne kommen. Oder so. So. Und dann nochmal. Also das ist jedes Mal eine Geburt. Dann kann man das so lassen, auch mit dem Absatz. Dann passt das. Jo. Jetzt bei den Zäunen. Einmal, wir wollen ja auch irgendwas absturzsicherungsmäßig. Da habe ich noch am wenigsten Ahnung. Ich muss mal da die schön für den Fall, aber das ist glaube ich sowieso der falsche.
Ja, das könnte man. Geht der Höhen anpassen aus? Ich möchte das Höhen abstufen auch. Das darf hier wieder an. Jetzt habe ich das so, das hier nicht anpassen. Ah, so und dann von. Nein. Jetzt möchte ich das noch wie folgt haben. Und zwar. So. Geht das halbwegs? Würde sagen, ja. Ist jetzt auch mal die ersten Versuche. So, das können. Warte. Das muss ich noch ein wenig. So. Jo, also für die ersten Gehversuche würde ich sagen, kann man das lassen. So, wisst ihr was? Ich muss mal ganz kurz, gebt mir eine Minute. Ich muss mir Taschentücher holen, mir läuft die Nase gerade wie der Weltmeister. Und bevor ich da alle 5 Sekunden schniefe, hole ich mir kurz ein Taschentuch. Bis gleich!